So, ein herzliches Willkommen zu unserem ESO Beginner Guide. Ich bin der Firi und ich erzähle euch heute etwas über die Basics von Elder Scrolls Online. Dazu fangen wir einfach gleich mal am Anfang an, wenn wir unseren Charakter erstellen. Dafür gehen wir einfach gleich mal aufs Erstellen. Beim Erstellt-Editor ist es eigentlich wie bei jedem anderen Online-Spiel. Wir können unseren Charakter erstellen, wie wir wollen. Relativ ausführlich sogar. Wie genau ihr das jetzt dann machen wollt, im Endeffekt, ist euch überlassen. Ihr könnt sogar die Stimme einstellen. Kann man ziemlich viel anstellen damit. Was für euch interessant ist, am Anfang. Es gibt verschiedene Allianzen im Spiel, darunter halt das Deutschschutzbündnis, das sind die Allianzen, die dazugehören. Dann gibt es das Dominion, das der ebenfalls packt. Und je nachdem, was ihr für eine Edition vom Spiel gekauft habt, könnt ihr halt praktisch, wenn ihr das Deutschschutzbündnis auswählt, praktisch nur diese drei Allianzen wählen. Juckt für euch eigentlich wenig. Kommt darauf an, welche Allianz ihr später spielen wollt. Vielleicht macht ihr halt einfach einen neuen Charakter. Man kann es auch inzwischen einfach die Allianz wechseln. Und inzwischen kann man auch durch Tamriel Unlimited schon seit 2015 zusammenspielen. Und daher macht euch jetzt nicht verrückt wegen der Allianz am Anfang. Sucht euch einfach das aus, was ihr euch gefällt. Und falls ihr das Entdeckerpaket gekauft habt, dann könnt das sowieso kein Deutschschutzbündnis sein und Hochelfe, wenn ihr wollt. Wir suchen uns jetzt einfach mal irgendwas aus. So, was noch ganz interessant ist, es gibt verschiedene Klassen in ESO. Sechs Stück derweil. Einmal Drachenritter, einmal Zauberer, Nachtklinge, Templer, Hüter und den Nekromanten. Wichtig beim Nekromanten, der macht manche Sachen, die die Bürger und Wachen von den Städten nicht so gut finden. Deswegen kriegt ihr Kopfgeld. Also da immer aufpassen, was ihr da mit euren Skills in der Stadt anstellt. Am Anfang, wenn ihr das Spiel loslegt, dann einfach ausprobieren, was euch von der Klasse liegt. Das kann euch niemand sagen, ob euch jetzt sagt, boah, das ist eure Klasse. Das müsst ihr einfach ausprobieren, je nachdem, welcher Spieltyp ihr seid. Ansonsten, was zu empfehlen ist, wenn ihr einen Tank startet, ein Drachenritter ist immer solide für einen Tank. Zauberer ist auch ein guter Tank, wenn ihr spielen wollt. Nachtklinge ist ein bisschen schwieriger zu spielen als DD zum Beispiel. Ausdauer der Idee ist ein wenig schwierig, Magiker ein wenig leichter. Nekromant ist komplexer. Hüter eigentlich auch. Was eigentlich der Allzweck-Typ ist, ist der Templer. Der Templer ist so ziemlich die einfachste Klasse, je nachdem wie du fragst. Aber mit dem Templer kannst du eigentlich alles anstellen. Also wenn du Verteidiger willst oder einen Schadensausteiler oder willst einen Heiler sein, der Templer kann alles. Der hat Klassenskills, die sind einfach für alles gedacht. Du hast da wirklich in den drei Sparten alles, was du brauchst. Mit den Waffenskills zusammen. Also wenn du ein Neuanfänger bist und möchtest, weiß nur, boah, ich weiß überhaupt noch nicht, was ich machen will, dann machst du den normalen Templer. Weil der Templer, der macht gut Schaden, der kann gut heilen. Eigentlich, glaube ich, der beste Heiler im Spiel. Und du kannst einen Tank machen. Als Tank ist er gut, Drachenritter und andere Klassen sind vielleicht noch ein Stück besser, aber immer noch top. Und da bist du eigentlich voll versorgt. Dann kannst du entscheiden, was du machen willst. Wir suchen uns jetzt einfach mal irgendwas aus. Machen da was Zufälliges draus.
So. Das Tutorial überspringen wir mal. Im Tutorial würdet ihr normalerweise verschiedene Portale haben, über die ihr dann wählen könnt, wo ihr. Grundsätzlich könnt ihr das quasi überall tun, je nachdem, wie DLCs ihr habt, könnt ihr woanders anfangen. Ich könnte eure Hilfe Gott, oh Gott. Gebrauchen. Ja, das sind die ganzen Addons. So. Hier würden wir mal auf Hochinsel starten, das ist das Neue. So. Und man muss die ganze Steuerung für jeden Char einzeln einstellen. Außer man hat Addons, die übergreifend sind. Deswegen ist ja alles noch verstellt. So, dann gibt es in der ganzen Welt diese Wegscheine hier. Damit könnt ihr überall rumporten. Wie es hier auch schon erklärt wird. Ihr habt überall Wegscheine. Wenn ihr die entdeckt habt, könnt ihr jeweils da immer hinporten. Vom Wegschein zu Wegschein ist kostenlos. Wenn ihr irgendwo in der Pampa steht, zum Wegschein kostet es halt 73 Gold oder mehr. Je nachdem, wann ihr zuletzt gefordert seid. So. Was ich euch am Anfang empfehlen würde, wenn ihr neu seid und die Story, sag ich mal, am Stück spielen wollt, so wie sie gedacht ist. Klar könnt ihr jetzt in Hochinsel starten. Das ist das neue Gebiet. Aber die Story, sage ich mal, es gibt Figuren, die schon früher vorgekommen sind, die da auch wieder vorkommen. Der Bezug fehlt in der Story einfach. Wenn euch die Story egal ist, dann könnt ihr das Kapitel sowieso einfach skippen. Ansonsten könnt ihr einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel hier im Charaktermenü sehen wir hier die Allianz. Jede Allianz hat eine Hauptstadt. Das wäre einmal hier ein Sturmhafen. Hier Wegesruh. Wenn wir die ganzen Bücher mal abstellen würden, dann könnte man da auch was sehen. Schon besser. So. Die Stadt von Deutschsturz wäre hier Deutschsturz. Quasi. Da porten wir jetzt auch mal, können wir hin. Da haben wir immer den Schrein, wenn wir von der Allianz sind. Und von den Startgebieten haben wir immer die Wegschreine. Normalerweise würde dort die Story losgehen. Euch suche ich. Dann kommt ihr auch direkt gleich in den Charakter. Verhüllte Gestalt. Hier können wir die Hauptquest annehmen. Die spawnt auch direkt hier in der im Questlog. Und wenn wir der folgen, dann kommen wir praktisch von der Story her in die richtige Reihenfolge. Die würde uns dann erst nach Kalthafen schicken und dann standen wir praktisch auf dieser kleinen Insel hier. Und von dort aus geht dann die Story wieder in Richtung Durchsturz und dann folgt das linear den Gebieten durch. Und später können wir auch rüber zu diesen Allianzen hier gehen und dann spielt sich das komplett durch. Und dann geht es durch die ganzen DLC-Gebiete. Wer natürlich sagt, boah, da habe ich keinen Bock drauf und ich will gleich hier anfangen, der kann natürlich hier auch gleich anfangen. Wichtig ist halt hier erwähnenswert, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier Wadenfell spiele, dass hier Charaktere vorkommen, die in den Grundgebieten schon da waren. Und die euch dann halt wiedererkennen und die Dialoge werden anders sein, die Quests sind ein bisschen anders von der vom Ablauf. Und ja, also dieser Nostalgie-Faktor und die
Dieses Story-Feeling hast du halt nur, wenn du wirklich in Reihenfolge spielst. Ja, wirklich alles mitnimmst. Genau. Wenn wir jetzt hier gestartet sind, hier nochmal anfangen würden, also hier wäre es jetzt quasi Durchsturz, bei Dominion wäre es praktisch hier in Auridon, hier unten, Vogelswacht, oder bei Ebenerz wäre es hier Steinfälle, Dabonswacht. Genau. So, wenn wir jetzt hier in der Stadt sind, wo wir angefangen haben, dann gibt es hier überall so schwarze Marker, weil wir 1000 Quests haben. Ein bisschen erschlagen am Anfang. Was ganz wichtig ist, füllt euer Scheiß Reittiere. Ihr bekommt im Laufe von euren Quests auf ein kostenloses Reittier. Das andere könnt ihr euch kaufen oder im Kronenshop besorgen. Wenn ihr das ausgewählt habt, könnt ihr hier das Pferd füttern. Meine Pferde. Wenn wir Gold halten, was wir gerade nicht haben, weil wir gerade angefangen haben, dann können wir hier die Geschwindigkeit, die Ausdauer und die Tragekapazität von unserem Pferd quasi erhöhen. Die Geschwindigkeit ist das Wichtigste. Wenn ihr irgendwo später mal im PvP unterwegs seid, dann das lahme Pferd, das wird euch wahnsinnig machen. Also immer jeden Tag schön dieses scheiß Pferd füttern. So, das nächste Wichtige ist das Handwerk hier. Das Craften ist sehr wichtig in ESO. Dafür gibt es hier eine Quest. Die lehrt uns quasi Schneidern, Schmieden und Schreinern. Und der andere steht in der Magiergilde rum. Aber wenn ich das Gitter im Uhrzeigersinn Das anlege. ist einmal der Typ hier. Nein, das würde nur Der lernt uns Alchemie versorgen und falls ihr ein verzaubern. Handwerkszertifikat braucht, Das sind praktisch kann die ich sechs euch helfen. Grundhandwerksdinger. Habt ihr Sommers End gekauft, könnt ihr später ab Stufe 10, glaube ich, nach Sommers End und dort die Quests für den Schmuckhandwerk holen. Die Einführungsquest. Die erklärt uns dann auch später, wie wir Handwerken machen und so. Und wenn wir die Quest abgeschlossen haben, werden wir quasi zertifiziert. Und wenn ihr Stufe 10 erreicht habt, dann könnt ihr praktisch hier an diesen Tafeln, habt ihr dann so einen extra blauen Pfeil für die Dailies. Das sind quasi täglich wiederholbare Quests. Könnt ihr hier quasi die Dailies abholen. Und hier von dem anderen Sachen. Hier drüben ist es. Die könnt ihr dann hier an den Handwerkstischen erledigen. Dann müsst ihr Sachen herstellen, zum Beispiel, keine Ahnung, ein Schwert, einen Brustharnisch und sonst was. Und dann könnt ihr das bei so Kisten abgeben. Wenn ihr das macht, dann bekommt ihr quasi Bonus aufs Handwerk und ein paar Sachen und Materialien halt, so Mats für das Spiel. Es lohnt sich auf jeden Fall, es jeden Tag zu machen. Das haut das Handwerk erstens nach oben und zweitens bekommt ihr Gold. Und dann verdient ihr euch schon mal ansehen, schon mal wegen was, ohne viel zu tun. Die Mats findet ihr überall in der Umgebung. Am Anfang von der Quest kriegen wir die halt gestellt, dass wir es halt abschließen können. Genau. Das wäre mal so eine ganz normale Schmiedehandstelle. Wir können praktisch Materialien finden in der Welt und veredeln zu unserem eigentlichen Material. Hier zum Beispiel Rubiditerz. Dann bekommen wir so einen Barren raus. Herstellen können wir jetzt quasi noch nicht viel, weil wir quasi Stufe 1 sind. Hier können wir praktisch unsere Waffen wählen oder unsere Rüstungsteile. Hier ist immer das Material, was wir gerade haben. Zum Beispiel von Stufe 1 bis 6, 14 haben wir Eisenbahn. Und hier haben wir praktisch unser Stilmaterial für die Waffen, wie die dann aussehen. Das wird dann später mehr, je nachdem, wie viele Handwerksstile wir gelernt haben.
Aber fürs Craften von Handwerksdaisies ist es wurscht, welcher Stil. Genau. Falls wir irgendwas hergestellt haben, was wir nicht mehr brauchen oder irgendwie so finden, könnt ihr das immer schön verwerten. Wenn ihr es verwertet, kriegt ihr ganz viele Punkte aufs Handwerk. Also schön am Anfang verwerten, wenn ihr es nicht verkaufen müsst, um wir Gold zu bekommen. Genau. Später könnt ihr Sachen dann auch aufwerten. Aber hier gibt es von Erlesen, Überlegen, Episch zu Legendär. Legendär lohnt sich natürlich nur, wenn ihr dann quasi schon Stufe 50 über seid und CP habt. Dann lohnt sich es, dass ihr Legendär aufwertet irgendwann mal. Bei so Sets, wo ihr ganz sicher seid, dass ihr die länger tragen werdet. Ansonsten reicht locker episch. Genau. Dann haben die einzelnen Gegenstände eine gewisse Eigenschaft. Da haben wir jetzt zum Beispiel nichts. Hier zum Beispiel hat die Halskette kräftigend. Diese K Halskette kann man theoretisch dann, wenn man so eine Halskette hätte oder eine Axt, die eine Eigenschaft hat, kann man die hier analysieren. Steht hier analysierbar und dann kann man die hier auswählen. Dann kann man die lernen. Dann dauert es hier zum Beispiel, keine Ahnung, 5 Tage. Und dann kann man das Schwert praktisch analysieren und hat die Fähigkeit erlernt. Dann kann man quasi hier beim Herstellen, beim Schwert zum Beispiel, hier Eigenschaft, keine Ahnung, göttlich oder geschärft oder was einstellen. Braucht man später zum Craften von gescheiten Sachen. Genau. Dann gibt es noch eine Reiter für die Housing-Items. Die sind auch über den Crafting-Stationen drin. Da haben wir jetzt gerade noch nichts drin. Wenn wir quasi irgendwann Blaupausen finden, dann können wir hier Sachen herstellen für das Haus. Am Anfang nicht verzagen, wenn ihr Sachen, zu wenig Sachen von irgendwas habt oder und euch ein Rezept fehlt oder irgendwie so Anfängermaterial und so kleine Sachen, die findet ihr eigentlich relativ gut bei Wisst diesen ihr, wie lange ich nach euch Gildenhändlern, gesucht die es hier habe? gibt. Es gibt so in dem Sinne nicht in, glaube ich, keinem anderen Spiel. Es gibt praktisch so Gildenhändler, da können die Gilden drauf bieten und dann. Der Meistbietende bekommt dann praktisch für eine Ihr erfüllt Woche meinen hier diese Traum, Gildenhändler. Gilden. Hier könnt ihr Ja? quasi hingehen und die ganzen Gilden, die ganzen Handelsgilden bieten hier Sachen an. Da gibt es auch ein Suchverzeichnis, wo ihr Sachen suchen könnt. Das ist auch kategorisiert. Wenn ihr jetzt sagt, ich brauche Materialien fürs Handwerk und ich habe davon nichts, dann könnt ihr das hier eingeben, Rohmaterial zum Beispiel und suchen gehen. Okay, Rohmaterial hat er rein. Gut. Hier haben wir zum Beispiel Barren, Eisenbahn. Da seht ihr, es sind nur 36 Stück für 180 Gold und sowas. Oder, keine Ahnung, Stahlbarren, wo wir später brauchen für Stufe 16, sind, keine Ahnung, 1200 Gold. Das ist jetzt fast nichts, das ist täglich verdient. Mit, keine Ahnung, ein paar Minuten. Also, wenn ihr ein paar Quests erledigt und ein paar Sachen gefarmt habt, dann ist das nicht mehr so viel Gold. Und dann kommt ihr da, habt ihr dann schon mal 200 Bahn. Da könnt ihr euch einfach Sachen besorgen, die ihr so nicht habt. Verkaufen könnt ihr dort auch was, aber nur wenn ihr in der jeweiligen Handelsgilde seid, die quasi gerade den Händler hat. Als kleine Gilde ist es schwer, so einen Gildenhändler zu bekommen, weil du halt drauf bieten musst und wenn der andere halt mehr bietet, dann hast du halt die A-Karte. Genau. Man kann natürlich schauen, dass man Gildenhändler sich Gilden sucht, wo einen Gildenhändler haben, Handelsgilden. Man kann auch natürlich sich Leute suchen, andere Gilden, die,
Man kann sich natürlich auch andere Gilden suchen, die einem weiterhelfen bei irgendwelchen Fragen oder so, wenn man neu ist gerade, irgendwie so ganz normale freie Abgilden, wenn man gerade nur so zwischendrin spielt. Oder es gibt halt so, wenn man will, so richtig Progress spielen möchte, so richtig auf High-End, dann halt auch so Progress-Gilden. Dafür gibt es einmal das Gildenfenster. Hier kann man reinschauen. Sieht man quasi die Gilde. Falls ihr noch keine Gilde habt, dann sieht es bei euch so aus. Habt ihr einmal die Gildensuche. Dann könnt ihr hier beim Gildenfenster quasi nachschauen, was ihr wollt. Das ist hier kategorisiert. PvP-Gilden, Questen, Handwerk. Zum Beispiel Handelsgilden. Dann könnt ihr euch hier schauen, okay, die Gilde finde ich gut, kann ich draufklicken. Kann mir nachschauen, was die machen, wann die an sind, Tageszeiten, halt wann es sie gibt, wie viele Spieler sind da, ist, will ich eine große, will ich eine kleine Gilde. Genau. Da kann man draufklicken, kann hier sich bei der Gilde bewerben mit R, kann eine Bewerbung schreiben und hinschicken. Oder man schreibt halt, schaut in mein ESO-Forum rein, ob gerade jemand was sucht und dann quasi kann man die Ingame auch anschreiben. Aber es ist eigentlich einfacher, wenn man dieses schöne Bewerbungsmodul quasi, wo sie eingebaut haben, benutzt. Also wenn man stumpf kloppen will und sich für den Rest interessiert, dann kann man einfach so spielen. Wenn man sich quasi mit anderen connecten möchte und möchte hier entspannt zusammen spielen und auch Verliese laufen zu viert oder Raids zu 12, dann lohnt es sich auf jeden Fall in eine Gilde zu gehen. Dann findest du einfache Leute. Wenn ihr quasi begonnen habt und das Handwerk und sowas kennengelernt habt, gibt es noch drei Sachen, die ihr euch am Anfang gleich holen solltet. Sehr zu empfehlen. Einmal hier in der Kriegergilde. Also nicht die. Steht hier ein Typ rum. Wenn ihr den anquatscht und da zu Ende gelabert habt, dann könnt ihr der Kriegergilde beitreten. Genau, dann bekommt ihr hier eine extra Fertigkeitslinie, wenn ihr es abschließt. Habt ihr hier unter den Fertigkeiten bei Gilden Kriegergilde. Diese Skills sind ganz nice, auch für Tanks, für DDs, für Highlights weniger. Aber sie sind sehr nützlich. Und beim Questen, der erste hier, der Passive zum Beispiel, damit kannst du Leute einschüchtern. Das war am Rande. Auf jeden Fall. Jemand hat anscheinend so abgeschlossen, cool. Also ich habe dir dann praktisch eine neue Fertigkeitslinie in der Gilden. Hier gilt es in ganz richtig gute Skills für Schadensausteiler, für Tank zum Beispiel auch der erste Skill. Ansonsten sehr hilfreiche Linie kann man gleich am Anfang holen. Die levelt sich zum Beispiel mit dunkler Angler zerstört und später Data und Untote tötet und sowas. Also das lohnt sich auf jeden Fall, das einfach mitzuleveln und sich gleich zu holen. Alles, was umsonst ist, gleich mitnehmen. Dasselbe gibt es gegenüber. In der Magiergilde. Willkommen in der Ma ah, es ist immer. Wir sind gewiss. Wir bieten Gibt es auch die Fertigkeitslinie Magiergilde. Also hier haben wir praktisch eine neue Fertigkeitslinie für die Magiergilde noch bekommen. Hier sind auch super Skills für Magiker-IDs, falls ihr quasi auf Magiker-basierten spielen wollt. Diese Skillreihe levelt quasi nur, wenn wir wertvolle Schriftstücke in der Welt finden, solche Magier-Bücher. Die sind über die Welt verteilt, da gibt es auch ein Add-on, wo das anzeigt dann später. Ansonsten müsst ihr die halt einfach so suchen. Das dauert eine ganze Weile, bis ihr das gesammelt habt, deswegen sollte man das sich dann aber am Anfang gleich holen, dass dann die Bücher, die du einsammelst, einfach damit draufgerechnet werden. Dass man das beides schön hochzieht. Dafür gibt es auch jeweils eine Quest. Wenn ihr dann, glaube ich, später Stufe 10 seid, dann bekommt ihr die erste Quest davon.
Und dann nach und nach bekommt er quasi die Story-Reihe quasi. Die durchzuspielen lohnt sich auch, dann geht es auch ein Stück hoch. Zumindest bei der Kriegergilde. Ist auch zu empfehlen. Er bekommt ja auch ein paar Skillpunkte. Dann gibt es noch die dritte im Bunde. Die findet ihr in der jeweiligen Taverne von der Anfang statt. Hier steht dann hier die mächtige Mord herum. Was wollt ihr? Wenn wir die Wenn wir angequatscht haben, wieder können wir den Unerschrockenen Unerschrockenen beitreten. seid ihr nicht Die ans gibt Ende uns erstmal eine Quest, dass wir in das erste Verlies gekommen. Ich sollen. habe Da Hunger, braucht ihr die wirklich Welt nur zu reinlaufen, verlassen. ihr müsst das Es muss Verlies nicht etwas abschließen. Schreckliches passiert sein. Aber die Quest könnt ihr auch später noch abschließen. Die Fertigkeitslinie bekommen wir quasi jetzt schon gleich. Dann haben wir hier praktisch die Unerschrockenen. Die werden dann später interessant, wenn ihr höhere Stufen habt. Aber hier sind auch richtig gute Skills. Dieser Altar ist auch richtig gut. Hier ist auch ein Spot für den Tank später drin. Und auch für den Heiler diese Kugel, wo Ressourcen wiederherstellt. Und die Passiven auf jeden Fall immer skillen. Die sind richtig gut. Kann man mitnehmen. Das levelt sich übrigens durchs Abschließen von Gelöbnissen, Gruppenverliesen und allem Möglichen. Und deswegen sollte man das am Anfang gleich holen, dass sich das schön mitlevelt. So, jetzt bin ich einmal auf den ausgelevelten Charakter praktisch rübergewechselt. Dann gibt es Sachen, die ihr quasi nur ab Stufe 10 aufwärts benutzen könnt. Geht ab Stufe 10 schon los, dann bekommt ihr praktisch dieses Fenster hier. Einmal Gruppenfenster. Einmal hier sind die Bestrebungen drin, die bekommt ihr täglich. Sind ganz nett mitzunehmen, das sind Sachen, die ihr normalerweise eh schon macht. Dann gibt es eine wöchentliche Belohnung quasi, wo ihr noch mehr bekommt. Ihr bekommt das so Belohnungssiegel. Die Siegel wiederum könnt ihr praktisch bei Angeboten im Kronenshop einlösen. Im Shop, wo wir quasi könnt ihr gegen Echtgeld Kronen kaufen und die Kronen könnt ihr hier ausgeben. Im Kronenshop. Und da gibt es auch immer so Kronenkisten, so quasi so Lootboxen. Und den Inhalt könnt ihr praktisch entweder über Edelsteine, die ihr aus den Kisten rausbekommt beim Verwerten, oder eben durch die Siegel könnt ihr praktisch die Inhalte der Kronenkisten über die Siegel kaufen, die ihr euch dann praktisch über diese täglichen Sachen, die ihr eh schon macht, hochverdient. Dann gibt es hier einen Gebietsleitfaden drin. Den könnt ihr starten, wenn ein Gebiet losgeht. Dann sagt er euch immer, wenn ihr irgendwo mal einen Faden verloren habt, wenn ihr jetzt nach, keine Ahnung, 2 Monaten wieder einloggt und keinen Plan mehr habt, wo ihr wart. Dann könnt ihr hier draufklicken oder fortsetzen und dann sagt er euch, wo die nächste mögliche Quest von der Hauptstory ist. Also ist ganz schön, dass ihr da, werdet ihr quasi angeleitet, so wie der Leitfaden auch schon sagt. Das, was ab Stufe 10 dann freigeschalten wird, ist die Verliessuche. Hier über die Verliessuche könnt ihr quasi einfach nur Zufallsverlies laufen, wo ihr quasi erhöht Erfahrung bekommt, wenn ihr das abläuft. Und da könnt ihr quasi einstellen, Verteidiger, Heiler, Kämpfer, was ihr halt seid. Am Anfang, wenn ihr wenig Level habt, dann ist es eigentlich relativ wurscht. Könnt ihr schon mal grob einstellen, was ihr wollt. Aber auf normal ist es eigentlich, da könnt ihr einfach durchlaufen. Sofern die Gruppe stimmt. Genau. Dasselbe gibt es nochmal auf Veteranen-Modus, wenn ihr später Veteran sein solltet, über Stufe 50. Und dann könnt ihr nach spezifischen Verlies suchen. Falls ihr mal genau das Verlies hier wollt, dann könnt ihr es anklicken und in die Warteschlange setzen. Und Leute suchen, die das auch gerade wollen. So kann man spezifisch Gruppen finden, wenn man jetzt nicht in der Gilde ist. Falls man in der Gilde ist, kann man einfach nachfragen und eventuell finden sich dann auch meistens Leute, die auch mitgehen. Wenn ihr jetzt genau aus einem Verlies irgendwelche Sets braucht für oder irgendwelche Ausrüstung. Ansonsten tut mit sich mit Stufe 10 quasi das Schlachtfeld freischalten. Da gibt es auch wieder ein zufälliges Schlachtfeld Solo und Gruppe.
Da könnt ihr kein spezifisches wählen mehr. Es wurde abgeschafft. Da könnt ihr praktisch auswählen, ob ihr quasi allein reingehen wollt oder mit einer Gruppe, die schon vorgefertigt ist. Also wenn ihr schon vier Spieler habt oder nur zwei und dann wird es aufgefüllt. Das hier bringt auch nochmal dieselbe Erfahrung. Also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr anfangt zu leveln. So ein normales Zufallsverlies am Anfang zu laufen täglich und ein zufälliges Schlachtfeld, das ihr hoch, schnell hochlevelt. Das letzte, das ist von Hochinsel, wenn ihr quasi das Kartenspiel euch geholt habt, dann könnt ihr euch hier quasi gewertet einloggen, könnt gegen Spieler Karten spielen oder ungewertet halt einfach so zum Spaß. Oder auch einfach so per, wenn ihr den Spieler begegnet, könnt ihr ihn auch einfach so anklicken und dann zum Kartenspiel herausfordern, wer das möchte. Wir haben ja jetzt praktisch schon drüber gesprochen, über die Schlachtfelder. Das ist ja schon praktisch schon PvP, da spielt man ja gegen andere Spieler. Dazu gibt es noch ein extra PvP-Fenster, das wäre hier Allianzkrieg. Hier könnt ihr praktisch oben über die Übersicht seht ihr praktisch die kämpfenden Allianzen, wie viele Punkte die schon haben und habt hier quasi eure gesetzte Heimatkampagne und eine Belohnungsstufe. Hier könnt ihr rechts unter den Kampagnen was wählen, also hier einmal Zero Deal. Hier könnt ihr praktisch was auswählen. Und könnt hier dann zum Beispiel bei Standard hier einmal die Heimatkampagne setzen mit R und dann beitreten. Wenn ihr die Heimatkampagne gesetzt habt und nach Zero Deal portet und dort Sachen einnehmt, bekommt ihr Allianzpunkte. Und wenn ihr so und so viele Allianzpunkte habt, meistens so 21.000 circa, dann habt ihr hier Stufe 1 stehen bei der Belohnungsstufe. Und wenn ihr Stufe 1 seid und die Kampagne hier ausläuft nach einem Monat, 30 Tage, dann bekommt ihr 50 Transmutationssteine. Die 50 Transmutationssteine braucht ihr dann später für Sachen zum Herstellen. Also das ist eine Währung, die ihr dann später, wenn ihr ganz viele Sets erfarmt habt und das Spiel so richtig so Richtung in die höheren 10% getrieben habt, dann ist es auf jeden Fall wichtig, das zu haben, dass man Sachen herstellen kann. Genau. Außerdem über dieses Fenster bekommt man natürlich in die Kaiserstadt, die ist jetzt gesondert, die war früher mal inkludiert in Zero Deal. Die findet ihr jetzt allerdings hier. Die ist getrennt, das ist jetzt ein extra PvP-Gebiet. Das ist eigentlich mal ein DLC gewesen, das ist aber jetzt inzwischen inkludiert im Grundspiel, das kann man sich kostenlos im Grundshop holen. Und hier der Kaiserstadt beitreten. In der Kaiserstadt kann man rumlaufen und Adds töten. Also Monster oder halt gegen Spieler kämpfen und dort kriegt man diese Währung Telvarsteine. Die Telvarsteine kann man auch für Sachen benutzen, dort bei Händlern oder ja eigentlich nur dort mit Händlern für Sachen einkaufen, die es nur da gibt und erfarmen. Und diese Telvarsteine gibt es auch nur in der Kaiserstadt, das ist eine exklusive Währung. Die ist auch relativ gut zum Erfarmen, aber nicht so wichtig wie die Transformationsstelle Steine, die es in Zero Deal gibt. Außerdem, wenn ihr quasi in Zero Deal seid und so viel Allianzpunkte verdient habt, bekommt ihr per Post einen Behälter, wo ihr Sachen bekommt. Nennt sich gerechter Lohn, da sind auch oft einfach so Transmutationssteine drin, so Transmutationsgeoden, also es sammelt sich dann hoch. Und wenn ihr praktisch in Verliessuche oder im Schlachtfeld unterwegs seid, bekommt ihr auch so einen Behälter. Auch bei einem Zufallsverlies bekommt ihr praktisch von Unerschrockenen nochmal so eine Transformationsgrube, wo ihr Transformationssteine bekommt. Ihr habt da mehrere Einnahmequellen. Dann drücken wir da mal drauf und
porten nach Sigurdil. So, wenn wir hier in Sigurdil sind, der erste Typ, der hier steht, gibt uns dann später eine Quest, wenn ihr die nicht schon gemacht habt. Und der weist uns dann in alles ein. Wie alles hier funktioniert und wie die Funktionen sind. Und dann bekommen wir auch hier diese Dailies, diese blauen Pfeile, die wir wiederholen können. Hier in Sigurdil, weil es Kriegsgebiet ist, hier gibt es quasi nur Wegscheine, wo uns rausporten. Aber innerhalb von der Map können wir uns praktisch nur mit Transmutter. Hier innerhalb der Map können wir uns praktisch nur mit dem Transistorschrein bewegen. Wir können quasi über unser Netz, quasi, wenn die Burgen verbunden sind, von Burg zu Burg porten. Dann können wir hier zum Stein gehen. Und dann brauchen wir diese ganzen Wege schon nicht laufen. Also, wir müssen, wenn wir jetzt die Burg erobern wollen, müssen wir halt zumindest. Bis dahin können wir porten, können uns den ganzen Weg hier sparen. Wenn wir ein langsames Pferd haben, ist es halt beschissen, wenn du da von oben hoch unterhalten musst. Da ist das Stück schon lange, wenn du kein schnelles Pferd hast. Also wenn du hier PvP machen solltest, solltest du auf jeden Fall ein Pferd leveln. Was nicht zu wissen ist, wenn du die Tutorial-Quest abgeschlossen hast, bekommst du hier die Allianz-Kriegsbäume. Kriegst du auch wieder Skills. Wo teils auch für den Heiler wichtig sind oder für die DDs und später sehr richtig nützlich sind, die Passiven ebenfalls im PvP nützlich. Die erste bei Sturmangriff, unerbittlicher Angriff, die gibt uns größeren Galopp, also da ist unser Reittempo nochmal um 30% erhöht. Das kriegen wir dauerhaft, das ist auch außerhalb vom PvP und das lohnt sich auf jeden Fall zu aktivieren, dass wir das haben. Und euer Reittier quasi grundsätzlich schon mal schneller ist, ohne dass ihr das gefüttert habt. Also das sollte man sich am Anfang gleich aktivieren, wenn man das sich geholt hat. Ansonsten, abgesehen von der Dailies, die wir hier annehmen können, gibt es einen Belagerungsmeister. Hier können wir verschiedene Sachen kaufen für die Allianzpunkte oder für Gold. Ballisten, Trieböcke, Ramböcke, wenn wir irgendwelche Tore eintreten müssen. Die können wir hier kaufen. Einmal im Inventar, wenn wir Q drücken, können wir hier auf den Schnellzugriff gehen. Und da können wir dann quasi die Waffe reinziehen. Und dann können wir die hier auswählen im Schnellzugriff mit Q. Wir können jetzt hier zum Beispiel eine Waffe aufstellen. Dann können wir hier schießen. Die braucht dann immer, hat immer quasi eine Cooldown-Zeit, wo wir nicht schießen können. Und wenn die sich quasi wieder aufgeladen hat, dann können wir wieder einen Schuss abgeben auf kleine Befestigungen, Tore, alles mögliche hier. Und wenn wir die halt wegstecken wollen, können wir die mehr mit X wegstecken. Die kann man noch reparieren, aber das lohnt sich eigentlich nicht, weil die sind so kurzlebig, das lohnt sich einfach neu zu kaufen. Aber man kann theoretisch Sachen reparieren. Also die Belagerungswaffen kann man reparieren. Man kann auch Holz kaufen für die Tore zum Reparieren. Man kann die Mauern reparieren, das bringt auch alles schön Punkte. Also Holz und Mauersteine lohnt sich, die kriegt man aber einfach so hinterhergeschmissen. Da kann man schön Punkte kriegen. Ach, das ist mal Scripts. Und man kann die Waffe selber, kann auch jemand anders benutzen, wenn ihr aufgestellt habt und gerade gestorben seid. Abbauen kann die aber nur derjenige, wo sie aufgestellt hat. Ansonsten geht sie wahrscheinlich eh kaputt, bis ihr die wieder bekommt. Und dann stellt ihr einfach neue hin. Ansonsten gibt es im PvP noch so einen Hammer Wohlendung. Das ist ein dätisches Artefakt. Gibt es hier eine Tutorial-Quest, wo ihr die rumschwingen könnt. Wohlendung hat verschiedene Spawn-Zonen in der Map. Da ploppt dann irgendwo hier so ein Hammer-Symbol auf und dann könnt ihr das holen. Es ist zu empfehlen, nicht den Hammer zu holen und allein irgendwo an die Grenzen zu rennen und den dann zu verlieren, weil dann hat die andere Allianz den und kloppt eure Allianz tot, weil der super stark mächtig ist. Also super mächtig ist, wenn der Hammer ist super mächtig, wenn
er in die richtigen Hände kommt. Also es mit Vorsicht zu genießen. Auch wenn eine gute Gruppe geballt da mit dem Hammer vorstürmt, kann es böse enden, wenn der dann von der anderen Allianz aufgenommen wird. Aber damit lässt sich ganz einfach irgendwelche Mauern einschlagen oder Tore und ganz schnell die Burg erobern. Wenn man es richtig anstellt. Abschließend zu sagen, diese Belohnungsstufe, die kriegt ihr relativ einfach voll. Also wenn ihr ein bisschen Sachen repariert oder einfach nur ein bisschen miterobert und ihr braucht auch, entweder seid ihr in der Gilde, macht das mit der Gilde zusammen oder sucht euch eine PvP-Gilde oder ihr schreibt einfach in den Chat LFG, dann werdet ihr sofort eingeladen. Dann bilden sich meist, das sind eh meistens so Gruppen, die einfach durchrennen. Dann schaut ihr einfach, wo die sind und lauft da einfach mit dem Mob und erobert Sachen, dann habt ihr ganz schnell diese Belohnungsstufe 1 voll, dann bekommt ihr eure 50 Transformationssteine. Wenn ihr sonst anderweitig PvP macht, dann bekommt ihr halt noch andere Belohnungen. Wenn das höher steigt als 1 auf 2 oder 3, dann bekommt ihr halt nochmal Setteile und Loot-Sachen und sonst was und euer Allianzrang hier oben steigt von 1 bis 50. Und immer wenn ihr einen kompletten Rang aufsteigt, es gibt immer ersten und zweiten Grades, dann bekommt ihr auch einen Fertigkeitspunkt. Ihr bekommt praktisch Fertigkeitspunkte, wenn ihr im Level aufsteigt und auch im PvP. Wenn ihr am Anfang beim Leveln seid und eine Stufe aufsteigt, dann ploppt oft was auf. Ihr könnt eure Sachen beanspruchen. Da gibt es dann so ein Belohnungsfenster hier links, wo gerade nicht bei mir da ist. Und ihr könnt quasi so Stufenaufstiegsbelohnungen bekommen für die Anfänger. Die immer mehr schön abholen. Da sind ein paar so gute Sachen dabei: Inventarerweiterungen, Reittiere, sonst was. Tränke. Dann habt ihr rechts, könnt ihr praktisch so Attribute verteilen. Die bekommt ihr später, wenn ihr im Level aufsteigt. Die könnt ihr unterschiedlich verteilen. Wenn ihr jetzt praktisch DD seid, Ausdauer basieren, dann haut ihr alle Punkte in Ausdauer. Wenn ihr Magicka basiert seid, haut ihr alles in Magicka. Wenn ihr Tank seid, müsst ihr halt schauen, dass eure Ressourcen, wie die aussehen und dementsprechend anpassen. Ganz viel auf Leben, dass ihr viel aushaltet und schwere Rüstung tragen und halt hier eventuell noch Ausdauer nachbessern, wenn ihr sagt, ihr habt zu wenig Ausdauer oder sonst was. Müsst ihr das anders anpassen. Ja, tut ihr deswegen aufteilen. Allen anderen sagt ihr einfach voll, entweder Magicka voll oder volle Ausdauer. Hat den Hintergrund, dass ihr dafür die Punkte praktisch eure maximalen Ausdauer anhebt und so mehr Ausdauer ihr habt praktisch, so stärker werden auch eure Fähigkeiten im Endeffekt. Also mehr Fähigkeiten könnt ihr auch wirken. Ansonsten bekommt ihr Fertigkeitspunkte. Wenn ihr quasi Quests abschließt manchmal oder Gruppenverliese, die Quests oder die Stufe aufsteigt oder wenn ihr Himmelsscherben in der Welt sammelt, die lernt ihr während des Tutorials kennen und drei gesammelt habt, bekommt ihr einen Fertigkeitspunkt. Die könnt ihr hier überall verteilen, könnt auch einen Skill quasi aktivieren und nochmal morphen in der Veränderung. Und am Anfang könnt ihr das einfach mal so verskillen, wie ihr wollt. Ihr könnt euch Builds anschauen, wie ihr das am besten ist und wie das Optimum ist. Oder was ihr da am besten nehmen solltet am Anfang. Je nachdem, welche Klasse ihr spielt, zum Beispiel Zweihänder, dann müsst ihr halt hier dementsprechend einen Skill aktivieren, der euch was bringt.
Und so mehr Skills ihr von einer Skillreihe drin habt, von der Waffe, so schneller levelt die nach oben. Also wenn ich jetzt hier die vier Skills rein tun würde und würde dann Zufallsverlies gehen, dann würde das hier nochmal schneller steigen, als wenn ich nur ein Skill drin hätte. Das ist zum Leveln auch richtig gut zu wissen, zum Beispiel. Dann levelt sich der Skill auch schneller und dann kann ich den auch schneller morphen. So, ein weiterer wichtiger Punkt. Wenn ihr das Spiel beginnt, es gibt solche Mundosteine hier, wie in anderen Elder Scrolls Spielen. Hier könnt ihr euch praktisch einen Segen holen. Von einem Sternzeichen. Die findet ihr überall in der Welt oder ihr könnt die auch in den Häusern kaufen und hinstellen. Und dann seht ihr im Charaktermenü praktisch euren Segen, was die machen. Da gibt es unterschiedliche für Schadensausteiler, für Heiler. Für Tanks, je nachdem. Es gibt noch manche, die sowas dazwischen sind. Da gibt es verschiedene, die relativ gut sind. Was ich euch empfehlen kann, am Anfang könnt ihr irgendeinen Segen nehmen, wenn ihr den findet. Später wird es erst richtig interessant, eigentlich, dass ihr quasi den optimalen Segen nehmt für das, was ihr spielt. Am Anfang ist für ein DD, für einen Schadensausteiler, ist die Diebin das Beste. Ist auch später noch so. Atronarch gibt Magicka-Regeneration, ist für den Heiler super, also die lohnt sich auf jeden Fall. Als Tank würde ich den Turm eher empfehlen, der gibt Ausdauer, den habe ich gerade hier nicht stehen. Der hier, die Schlange, gibt die Ausdauer-Reg. Es bringt beim Tankler praktisch eher weniger was, das ist eher für PvP die Schlange jetzt, dass du mehr Regeneration hast zum Ausweichen und so. Beim Tank bringt's insofern was, weil du zwischen den Blocken halt schneller auflädst. Bei Bossen, die du nur durchblocken musst, ist das kontraproduktiv. Ja, da würde ich eher empfehlen, den Turm zu nehmen. Der gibt dir mehr Ausdauer. Genau. Das wären so die drei optimalen Mundusse, würde ich mal sagen. So zum alles abdecken. Und natürlich gibt es auch andere Sachen. Ihr müsst euch schauen, welchen ihr für euch am besten findet. Und je nachdem, was ihr tragt, also da gibt es immer quasi einen Wert, der erhöht wird. Aber was es macht, das ist im Charaktermenü zu sehen. Und wenn ihr praktisch göttlich tragt, die Eigenschaft von der Rüstung, wie bei mittlerer Rüstung, die Ausdauer-DS haben quasi 7x göttlich an, zum Beispiel. Dieser Göttlichkeitseigenschaft straight erhöht quasi nochmal diesen Mundusteineffekt um so und so viel Prozent. Und dadurch steigert sich das nochmal enormst, dieser Wert. Und dann habt ihr praktisch diese kritische Magietreffer, die ich gerade habe, nur 1300, die werden dann nochmal enormst gesteigert durch diese 7x göttlich. Genau. So, wenn wir jetzt praktisch schon über die Schwelle sind und Stufe 50 erreicht haben, dann haben wir hier oben nicht mehr Stufe 20 stehen, sondern Champion. Wenn wir Champion sind, bekommen wir eine Erfrischung. Dann leuchtet unsere Bildschirmsleiste da oben, unsere Leiste so glühend. Dann bedeutet es, dass wir erfrischt sind. Wenn wir jetzt quasi Quests abschließen oder einen Zufallsverlies laufen, dann bekommen wir einen kleinen Boost auf unsere Erfahrung. Den bekommen wir täglich, der frischt sich immer wieder auf und lohnt sich in der Zeit auf jeden Fall was zu machen. Ansonsten, wenn ihr Champion-Punkte verdient habt, können wir ins Champions-Punkte-Feld reingehen und hier Sachen verteilen. Da gibt es Builds, wie es am besten ist, wenn ihr quasi wenig von diesen Punkten habt, wie ihr die am besten aufteilt für den Anfang. Das Ziel ist einfach, dass ihr quasi diese gelben füllt und dieses Netz einfach weiterspinnt bis zu dem nächsten, was dir was bringt. Ganz schön sieht man das im roten Baum hier zum Beispiel. Da habe ich hier einen verteilt und hier einen und dann komme ich zu diesem Punkt zum Beispiel hin. Es gibt quasi gelbe Punkte, die sind passiv, die sind immer da, die habt ihr immer, wenn ihr die aktiviert. Die sind quasi als Bonus einfach permanent da.
Und wenn ihr weitergeht, habt ihr irgendwann diese roten Punkte. Oder im anderen Baum blau und die anderen grün. Und wenn ihr die habt, könnt ihr die quasi füllen. Wenn ihr zum Beispiel die jetzt auf 50 habt, dann kann ich den hier oben rausnehmen und kann den hier oben reinziehen. Das ist eure Champion-Leiste. Ihr könnt maximal 4 von jeder Farbe ausrüsten. Müsst ihr euch entscheiden, welche Boni ihr mitnehmen wollt. Und je nachdem, was ihr seid, Tank, DD oder Heiler, müsst ihr halt schauen, was euch was bringt. Erhöhte Heilung, erhöhte Resistenzen, was auch immer. Jetzt kann man sich unterschiedlich zusammenstellen und hier reinziehen und dann kann man das hier abspeichern und R drücken. Wenn es bestätigt ist, dann ist das hier quasi gewirkt und diese Boni hier haben unterschiedliche Effekte, die entweder permanent da sind oder euch erst später was bringen. Also hier beim Tank zum Beispiel verringert es den Schaden von meinen Einzelzielfähigkeiten, die auf mich einprasseln, um 6%. Das habe ich praktisch permanent dann drauf. Aber es gibt Sachen, die erst passieren, wenn ich irgendwie ins Blocken gehe. Dann wird mein Schaden verringert oder sowas. Gibt es unterschiedliche Effekte. Die CPs könnt ihr praktisch, die Champion-Punkte könnt ihr praktisch neu verteilen mit F. Könnt ihr hergehen und für 3000 Gold nochmal was nachjustieren. Alternativ gibt es einen sogenannten Alternativ zum Neuverteilen von Skills und neuen Charakteren anlegen, gibt es das Arsenalsystem. Da schauen wir uns mal kurz im Haus an. So, jetzt sind wir hier einmal in meinem Haus. Hier gibt es dann einen Arsenalstisch. Den gibt es umsonst im Kronenshop. Der kostet auch nichts, den kannst du dir gratis holen. Den kannst du dann in dein Haus stellen. Ein Haus gibt es auch während der Questreihe. Gibt es irgendwann eine Quest oder kannst du dir auch gratis im Kronenshop holen, wo du dir dann ein Haus kaufst. Also umsonst ein Haus bekommst, wo du halt das Minimumhaus und ganz kleine Wohnung, da kannst du das auch reinstellen. Wenn wir hierher gehen, können wir verschiedene Sachen abspeichern. Du hast grundsätzlich mal zwei Arsenalsplätze, mehr kannst du dir kaufen mit Echtgeld. Hier können wir praktisch unsere Sachen speichern. Du kannst deine Montur einmal speichern, du kannst deinen Fluch speichern, wenn du Vampir oder Werwolf bist, du kannst deinen Mundus speichern. Ansonsten deine Ausrüstung, deine Skills, deine CPs, deine. Alles, was du eingestellt hast bei deinem Charakter, ist komplett dann da drauf gespeichert, auch die Schnellleiste. Und wenn du praktisch dann einmal irgendwie DD sein willst, dann kannst du hier DD drauf speichern. Dann kannst du switchen. Oder wenn du jetzt sagst, ich habe eine andere CP-Verteilung und möchte das anders haben und habe aber die CPs nicht, um quasi den Slot einfach zu tauschen, weil ich beides auf 50 habe. Und reinzuziehen, sondern ich habe nicht genug Punkte, dann kann ich dann beides abspeichern, kann das einfach switchen. Und kann zum Beispiel sagen, ich habe hier was anderes drin, und dann kann ich das hier abspeichern und kann es einfach laden. Und dann rüstet er mir das komplett um. Auch wenn ich irgendwelche Skills anders morphen möchte und sage, ich möchte Veränderungen anders haben, dann kann ich die da abspeichern. Und kann die hier eingeben und abspeichern und laden. Genau. Das lohnt sich vor allem, wenn du jetzt verschiedene Rollen mit einem Charakter spielen möchtest. Am Anfang zum Beispiel, wenn du jetzt nicht sagst, boah, ich möchte jetzt nicht 1000 Charaktere erstellen, um irgendeine Rolle zu spielen oder irgendwas auszuprobieren, sondern ich möchte bei dem einen Charakter bleiben und möchte da irgendwie mich komplett entfalten irgendwie. Wenn's wie beim Anfang, wo ich gesagt habe, es gibt eine Klasse wie den Templer, wo für alles gut ist, dann kannst du da Tank, DD und Heiler in einem sein und kannst es einfach jeweils abspeichern. Musst halt noch einen Slot kaufen oder dich für zwei Rollen entscheiden.
Und kannst dann hier einstellen. Wichtig ist, dass wenn du was änderst, dass du das dann hier wieder überspeicherst, dass es das aktuell ist und das Richtige abspeicherst. Also nicht den Tank auf den DD überspeicherst, was ist das Problem. Du musst alles neu machen. Aber das ist auch komplett kostenlos. Also wenn man hier die Skills nochmal ändern wollte oder die TPs, muss man ja Gold zahlen. Und wenn du sie abgespeichert hast, wird es kostenlos einfach gewechselt. Genau. Das hier gibt es auch nochmal in mobiler Variante. Haben wir unter den Verbündeten hier diesen Ork. Den kannst du dir in die Schnellleiste ziehen und einfach beschwören. Dann kannst du das unterwegs switchen, wenn du möchtest. Oder mit dem nächsten Update kommt dann im PvP auch so Tische hin, weil die gibt es im PvP noch nicht zum Switchen. Da hättest du dich vorher switchen müssen immer und reinporten. Und da es anscheinend viele Spieler aufgeregt hat, bringen sie das jetzt mit dem nächsten Update rein, dass sie die Tische auch am Anfang von den Basen vom PvP hinstellen, dass du dich da schon switchen kannst von PvE auf PvP und dann losziehen kannst oder was auch immer du wechseln möchtest. Genau. Abschließend zu den Transformationssteinen, die ich erwähnt habe, gibt es eine Transformationsstelle, die gibt es normalerweise, wenn du die nicht im Haus stehen hast oder gekauft hast mit Echtgeld, dann gibt es die hier in Stadt der Uhrwerke, in der Stadt. Das ist ein DLC. Wenn du die nicht hast, das DLC, dann musst du ein Haus aufsuchen von deiner Gilde oder von jemandem, der es hat. Dann kannst du dieser Stelle hin. Hier kannst du einen Gegenstand reinziehen und kannst quasi transmutieren. Wenn der jetzt eine Eigenschaft hat, ein Trait, geschärft, kann ich den jetzt zum Beispiel präzise machen und es kostet mich 50 Steine. Das kann ich hier machen. Oder ich kann hier auf Rekonstruieren gehen. Wenn ihr in Elder Scrolls Online irgendein Set gefarmt habt, was auch immer, und habt es weggeschmissen, dann wird es trotzdem gespeichert. In diesem Sticker-Album, wie ich es nenne. Da gibt es auch ein schönes Add-on, das heißt Sticker Collections Marker, glaube ich, oder so. Das zeigt auch schön mit so einem grünen Symbol, was du hast und was nicht in deinem Inventar. Und hier sind die quasi gespeichert. Die dunklen sind quasi ausgegraut, weil du noch nicht hast. Und die anderen Sets sind hier eingespeichert. So mehr Teile du von einem Set hast, so weniger sind die Kosten. Am Anfang geht es mit 50 los pro Teil und dann sinkt es immer weiter. Und irgendwann ist es das Minimum. Also wenn wir jetzt hier mal runtergehen, so Mystic-Items angucken, die nur einen Teil haben, ist es Minimum 25, wenn du alle Teile hast. Dann kann ich hier drauf gehen und kann dann die Eigenschaft wählen und die Aufwertung des Gegenstands, je nachdem, also das ist jetzt ein Mystic-Item. Müssten wir mal hier drauf gehen. Können wir hier jetzt bestimmen, ob wir es episch haben wollen oder legendär. Und keine Ahnung, erfüllt oder passt genau lehrend und können das herstellen. Wenn wir das wieder verwerten wollen, die haben dann hier so ein Symbol, dass sie quasi rekonstruiert sind. Die machen aber, haben aber denselben Effekt, wie wenn man es jetzt quasi erfahren würde und tragen würde. Ist quasi einfach nur Kopie. Diese Kopie können wir dann praktisch hier beim Verwerten, wenn wir hier die Waffe hergestellt hätten, könnten wir die wieder verwerten. Und bekommen halt statt den Materialien die Transmutationssteine wieder. Wenn du mehr Steine verbraucht hast als das Minimum, dann kann es sein, dass du nicht alle wieder bekommst, sondern nur die 25 Minimum. Deswegen solltest du halt schauen, wenn du es verwertest, ob es sich lohnt oder ob es doch lieber behalt. Man kann es ja vielleicht später nochmal brauchen. Aber damit kann man halt die ganzen Sets herstellen. Deswegen sind die Transmutationssteine eigentlich immer wichtig im Spiel, dass man die sammelt. Man hat ein Maximum von 200 Steinen früher gehabt. Das ist jetzt angehoben worden auf, ich glaube, 1000 Stück war es. Genau, 1000 Stück. Und wenn du kein ESO Plus hast, also kein Abo, hast du, glaube ich, nur 500.
Also das wurde immens angehoben, weil du konntest praktisch, wenn du früher über die 200 warst, konntest du nur die Geoden, die Behälter, wo sie drin sind, aufbewahren in deinem Inventar und dann einen Charakter vollstopfen. Aber du konntest sie quasi nicht mehr aufmachen, weil sonst hast du sie verbraucht und wurde das nicht mehr in dein Konto gut geschrieben und hattest sie dann quasi verloren. Genau. Aber das geht jetzt bis 1000 hoch, beziehungsweise bis 500, je nachdem. Aber das Spiel sagt dir normalerweise Bescheid, wenn das Maximum ist. Kannst du auch hier unter der Währung nachgucken. Wird hier maximal 1000 aufgeführt. Und da steht dann auch das Maximum, was du hast. Dann kannst du ja schauen, ob du drüber bist oder nicht. Genau. Das waren so ziemlich die Basics von Elder Scrolls Online. Wenn du Fragen hast oder noch andere Sachen in dem Spiel sind, wo du denkst, boah, check ich gar nicht, dann schreib's einfach in die Kommentare und dann machen wir vielleicht ein Video drüber. Ansonsten. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns nächste Woche, beziehungsweise hören uns. Ja. Und viel Spaß beim Bodenproben sammeln in Tamriel.